Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Dynasty Tactics 2. Wir haben den coolsten Team überhaupt jetzt rekrutiert, nämlich Zhang Xiu, ehemaliger Herrscher vom Warnschloss. Oh, die Werte! Ah, ich bin verliebt, Leute. Weißt du, Zhang Lu ist ja schon cool mit seinen Werten, aber der Typ, der ist krass. Mit Jiaxus Hilfe kriegen wir jetzt wahrscheinlich eine Wuxia. Mit Wuxia bekommen wir eine Wang Chuang, also ein bisschen Geduld müssen wir leider noch haben. Ich hoffe, Sun Quan greift mich an. Nein, er greift an. Oh mein Gott. Nach all den Jahren gibt es doch wieder einen Angriff. Ich glaube, ich spinne. Okay. Wisst ihr, was das Schöne daran ist? Wir können Zhang Xiu ausprobieren. Und nicht nur Zhang Xiu, sondern auch Zhang Ren. Der ist ja auch neu in Armee. Aber Zhang Ren ist jetzt... Ja, er ist mega gut. Er ist wenig gut, aber... Zhang Ren hat halt noch keine guten Moves. Das gefällt mir nicht. Nein, warum sind wir so im Close Combat? Was ist das für eine ultimative Todesarmee? Zhou Yu, Zhou Tai, Tai Shixi, Mr. Monopoly, Yang Xing und Huan Gai. What? Die Todesarmee, Leute. Was habe ich den Leuten getan? Was habe ich den Leuten denn nur getan? Oh. Oh, aber ich glaube... ich glaube, er ist tot. Ey, wenn wir Glück haben, ist er jetzt echt tot. Ach du Scheiße. Ich glaube, wir haben den schon besiegt. Kurzer Check. Charge. Dann ist er hier. Dann wird er gepinzert. Und dann wird er nochmal gepinzert. Das heißt, wenn er nicht tot ist... er ist auf jeden Fall gestunt. Nein! Oh Mann! Ey, Zhang Lu, wofür bezahle ich dich denn? Scheiße. Jetzt haben wir ein Problem. Aber ein gewaltiges Problem. Oh nee. Oh nee, Leute, was machen wir denn jetzt? Scheiße. Oh nee, ey, warum hast du die Pit verkackt, Mann? Es tut so weh. Ey, ohne Scheiß. Da ist unser Held. Zhang Xiu. Hm. Das kaputte Bit! Das kaputte Bit! Oh! Can't believe this is happening right now. Komm, und das ist im Pit. Nein, das kommt doch nicht im Pit. Leute, ich habe mich vertan. Das ist zu weit weg dann. Machen wir es trotzdem. Das könnte aber im Pit kommen. Und was ist denn das für eine Reichweite von? Oh, das ist ja mega krass. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, darf nur das normale Ohr machen. Dann sollte es funktionieren. Wenn du nicht Volley machst, dann funktioniert es nicht. Hätte ich nicht gedacht, dass Or so nützlich wird, weil der Double Or und Double Or finde ich halt Quatsch eigentlich. Aber hey, Zhang Ren, vor denen hatten wir halt Angst mit seinem Battle Cries. Ja, jetzt funktioniert's. Get so fucking fucked. Und jetzt haben wir sogar noch die Moral gesenkt vorher. Also besser geht's nicht. Oh Mann, aber der hätte vorher 8 machen sollen, der Spinner. Naja, egal. Trotzdem gut. Puh. Ja, Zhang Bao ist something else. They are both flanks! Und Zhang Xiu steht da mit seinem Weinglas. Schön Rotwein am Trinken. Und genießt einfach die Show auf seinem hohen Ross. Wie so ein Prinz. Mega geil. Er steht einfach und enjoyt es genauso wie ich. Hoffe ich. Das war eine kleine süße Kombo. Nicht gefolgt genug, was? Mann.
I like it. Hey, hey, hey. Hast du Switch? Nein, er hat gar nichts. Oh Mann, das ist useless. Er hat halt Pit. Hättest du nicht Pit, hätte ich dich schon irgendwie... Weiß nicht. Weiß nicht, was ich mit dir gemacht hätte. Oh, diese Kombos. Diese Kombos sind so geil. Ja, wait, was mache ich denn für eine Scheiße? Das funktioniert ja gar nicht. Nein! Ja, diese Kombos sind so geil, wenn die Kombos wenigstens funktionieren würden. Ja, mache ich das am wenigsten mit Jenks Yu? I mean, der Typ kommt nicht mehr dran. Joe Yu. Der hat schon angegriffen. Das heißt, ich könnte auch noch warten. Ist gleich besser. Ja. Weil er macht gleich seine Pit. Oh, und ich hoffe, es funktioniert. Dann machst du den Pinzer, dann machst du den... Ja, was macht er dann? Gute Frage. Wahrscheinlich einfach Charge. Du machst 8. Und dann machst du nicht dein Fire Arrow. Wie geil ist das denn? I have one dream. Und dieser Dream sagt, du darfst jetzt nicht verkacken. Please. Please. Verkack jetzt nicht. Prozent dein Ernst? 59, 65. 65, glaube ich, der outspeed all meine Einheiten. Außer Zheng Bao. Toll. Was passiert, wenn beide gleich viel Moral haben? Ich... Risk it for a biscuit. Seh meine entzückenden Augen denn hier. Oh, das ist mir zu risky. Wenn Pit fehlschlägt, dann habe ich so viel Mist gebaut. Nee, 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 nee. Wir machen nur Pit. Und ich mag es nicht, wenn der da ausgeliefert steht. Und steht Liu Du hier wie auf dem Präsentierteller. Ja. Aber andererseits ist das eigentlich ganz cool. Oh, Leute, ihr wollt es auch, ne? Ich wollte nur, dass ich mich wieder aufrege, wenn es nicht funktioniert. Ah, das ist immer schön, dass der Controller vibriert, dass das Geräusch so laut ist. Ich konnte nicht mehr hinsehen. Das war so spannend. Das Schicksal der Welt hing davon ab. Oh Gott. Was? Eine 500? Hey, Liu Du! Liu Du, du warst mal so ein King. Du warst mal Held. Ich hab dein Gesicht ausgedruckt und mir mehrfach an die Wand gehängt. Ich hab dich in einen goldenen Bilderrahmen gesteckt. Für die Aktionen, die du schon in der Vergangenheit gemacht hast. Nein, habe ich nicht. Nicht, dass ihr mir jetzt noch abkauft. Aber ja. Liu Du war mal so cool. Jetzt macht er nur 500 Damage. What's wrong? We must win for the good of the land. Yep. Und hier gibt's ein Fenster. Naja, gleich zum nächsten. Oh, Jenks Yu's erster Move. Dafür, dass er nur Level 4 ist, macht er 1500 Damage.
Wollte ich nur mal angemerkt haben, Leute. 1500 Damage. Level 4 Jinx, you. Die anderen sind alle Level 1 Milliarden. Nein, die meisten sind Level 8. Doppelt so hoch gelevelt. Man teilweise weniger Schaden als Jinx, you. Ich wollte es nur angemerkt haben. Sei mein Boy. Aber irgendwann kommt Yuan Tan und dann, oh. Der Typ, ey. Yuan Tan wird der Burner. Der ist aber so scheiße. Also wenn jetzt wirklich denkt, Yuan Tan ist gut. Nein. Aber die habe ich in jedem Playthrough immer gespielt. Boah, wir kommen so gut gegen die klar. Ne? Das ist wirklich die absolute Wu-Elite. Das ist kein Level-Up für Jinx Yu, gibt der meist nicht. Nein! Oh nee, das ist total 8 oder 8-2. Shift? Shift oder Boost? Revive. Follow my instructions and march to victory! Ach, man muss ihn einfach lieben. Immer wenn er das macht, müssen wir es alle gemeinsam mitsprechen. Das ist einfach so, weiß nicht. Es hat so viel Charme irgendwie. Follow my instructions and march to victory! Ich feiere es so sehr. Oh Gott, wer ist denn, dass der da so gepimmelt wird? Ich glaube, der stirbt for real. I mean, gegen die Wu-Elite so gecornert sein, das ist nicht gut. Und jetzt nur 8, ne? 8? 8? Kein 8. Mann, calm down. Calm down. Oh, 66% und er schafft's. Follow my instructions and march to victory. Ja, ein Prozentzeiger sagt es, Steve. Oh mein Gott. Zum Glück war Zhang Ren schon da und hat Orbin uns. Ach, das ist, glaube ich, Zhang Ren, ne? Uff. Erste Schlacht und schon tot. Zhang Ren, so macht man sich nicht beliebt bei mir. Nein, der war tatsächlich Ehrenmann. Der hat die erste geile Kombi hier gestartet. Und das muss man ihm ja nicht. Doch, das muss man ihm anrechnen. Hm. Ist ein bisschen doof, dass die so weit weg sind. Keep advancing. Keine Combo. Volley. Ey, 2. Mann. Okay, Zhang Ren hat nur eine Aufgabe noch, sich zurückzuziehen. Ich will nicht, dass er stirbt. Oh mein Gott, der hat schon so viel gefressen jetzt an Schaden. Und er ist erst so spät dran. Ich gehe eine Runde weinen. Aber wir haben Han Xuan, der sich gleich immens für die Aktion rächen wird. Bist du verrückt? Bist du verrückt, Taishis? Vielleicht ist er doch nicht so verrückt. Boah, langsam jetzt ungemütlich. Mann, jetzt lass doch mal den Junk. Danke. Wollte schon sagen, lass doch jetzt mal Junk rennen in Ruhe. Irgendwas ist mal gut hier. Na, wie viele trifft das? Yo, 4, what the fuck? Okay, die Wurmi rastet gerade so ein bisschen aus. Rastet mir ein bisschen zu sehr aus. Oh, scheiße, nee. Und mein Man, Jinx Yu, ist auch gerade ein bisschen awkward to use. Können die kurz... Nee, kann ich nicht. Hm.
Ich glaube, ich habe eine Idee. Normaler Angriff, Leute. Ich bin da schon was bei gedacht. Schade, dass der noch keinen Raid hat. Was sehe ich denn hier? Oh mein Gott. Wait, what the fuck? Die Rache wird grausam sein von Zhang Ren. Seht ihr das? Du wirst rangeholt mit Pit. Dann gibt's hier den Fire Arrow. Und dann gibt's hier den Raid des Todes. Oh! What? Ist das überhaupt legal? Ist das hier überhaupt legal, was hier gerade passiert? Du Scheiße! Wir machen aber, glaube ich, oh. Weil mit Pursue würde ich mich in Gefahr begeben. Mich voll nah an feindlichen Offizieren wieder dran. Das möchte ich ja nicht. Und Ohr 2 hat halt nur 82%. Also machen wir Ohr. What the fuck is this? Ich hoffe, ich habe das jetzt alles richtig ausgewählt. Nein, ich glaube, ich habe es nicht richtig ausgewählt. Ich bin so dumm. Ich glaube, ich hab das nicht gemacht, oder? Bei Zheng Bao. Und der verkackt sowieso, der... Oh nein, das wäre das Geilste gewesen, was ich je gesehen hätte. Nee, Raid wäre da gewesen. Nein, warum habt ihr verkackt, ey? Wofür bezahle ich euch eigentlich? Oh Mann. Ach komm. Ach Mann. Das wäre so geil gewesen, Leute. Oh Mann, das ärgert mich so sehr. Na gut. Ich kann jetzt nicht mehr trauern, es geht halt nicht. Es geht halt nicht, Leute. Ich kann nicht trauern. Nee. Ist halt jetzt passiert. Da muss ich mal eigentlich einen Plan machen. Mein eigentlicher Plan war nämlich das hier gewesen. Arrow. Fire Arrow. Und Raid. Dadurch wird Zhang Xiu sogar getriggert. Der ist einfach nur ein Chartmann. Der wird runtergepult und wird zu ihm hier geboxt. Und der macht einfach auch nur eine Pit. Wird dadurch aber auch geaidet von Zhao Fan. Ist auch keine schlechte Kombo, aber schlecht im Vergleich zu dem, was da hätte möglich sein können. Der gesehen. Naja. Oh, weil wenn ich Volley mache... Oh! Volley, Ohr 2, Pit. Und dann steht er hier im Weg und dann geht der Raid nicht mehr. Und er wird ja auch, der wird ja auch nicht runtergeholt vom Fire Arrow. Nein, nein, ich muss das jetzt so machen. Ah, schade, ey. Das wäre sonst so cool gewesen, ich sag's euch. Naja. Hätte Zhang Xiu Raid, wäre er hier getriggert worden und wäre gepittet worden, dann gibt's hier noch der Aid.
Ja, Jenks Yu muss sich auch neu ausstatten, ich weiß. Alles zu seiner Zeit. Ja, aber es wird auch gut. Klappt mir. Oh, Jinx One. You had only one job. Eine Fallgrube, Leute. Oh Mann. Oh, Jinx One, das ist wirklich. Hoffnungsloser Fall. He had only one job. Level 8 oder Level 9 Jinx One, Leute. Mann. Von Idioten umzingelt. Und der mit Höchstmoral muss jetzt aussetzen. Wenn ich sowieso stirb. Ja, ich glaube, er stirbt nicht. Ne. 3000 macht Jenks Yu, glaube ich nicht. Ansonsten wisst ihr, wer der beste Offizier im gesamten Spiel ist. Nein. Ich overhype den zu sehr, ich weiß. Aber gut ist er auf jeden Fall. Die komplette Wu-Elite, Leute, die kannst du nicht einfach so besiegen. Die sind tausendmal besser als unsere Offiziere. Aber ich bin halt die bessere Spielerin, Strategin, wie auch immer. Jetzt. Oh, stell dir mal vor, der hat Repel. Repel oder Raid? Für Level 6 2000 Damage, wer sich da beschwert, der gehört geschlagen. Ja. Das machen wir so. Wenn's funktioniert. Aber es funktioniert. Wenn ich nicht komplett blöd bin, dann ist er tot. Klar, das ist Tai Chi Si. Aber er hat halt nicht mehr viel. Und Zheng Bao will jetzt noch angreifen. Der Schlimmste vor allem. Nach Zheng Xiu natürlich. Nein. Zheng Xiu ist nicht ansatzweise gut wie Zheng Bao aktuell. Zheng Bao ist aber auch schon Level 1 Milliarden. Und hat sowieso mehr War. Dafür ist Zheng Xiu ausgeliehen. Der kann alles. Der kann Pit, der kann Leadership-Strategien verwenden, der kann aggressive Strategien verwenden. Der hat komplett alles ausgeglichen. Und ich glaube, es gibt kaum einen Offizier, der alles komplett ausgeglichen hat. Was macht ihn so besonders? Tschüss! Den werde ich ignorieren. Ja, viel Spaß. Viel Spaß drüben auf der anderen Seite des Flusses. Wir sehen uns in einem anderen Leben vielleicht nochmal. Als ob ich jetzt hinter dem hinterher renne. So ein Quatsch. Oh, und er ist auch tot. Das sollte der nicht überleben. Die Frage ist, will ich das machen? Kann ich das noch irgendwie verbessern? Ja, kann ich. Mit Boost. Ja, das machen wir auch so. All Attack, Volley, Decoy 2. Ja. Yep, yep, yep. Und darum mag ich Boost. Na gut, das hätte Revive jetzt auch geschafft. Aber wenn er ein Feld zu wenig wäre, gerade bei Bergen, wo man nur ein Feld pro Zug sich bewegen kann, dann kann es so entscheidend sein. Ich weiß, ich habe euch das jetzt schon tausendmal gesagt. Aber so ist es. Was mir nicht gefällt, ist, dass Zheng Xiu in die falsche Richtung schaut nach dem Decoy 2. Naja. Ansonsten hätte er die Kombo versaut. Mit Charge. Der Typ macht keine Gefangenen. Er trifft aber nur den einen. Schade. Wollte ich denn sagen, warum hast du ihn jetzt so viel Schaden gemacht? Aber er leuchtet.
Seine Fähigkeit wurde aktiviert. Ich glaube, heute werden wir... Nee, wir werden heute zum Quan nicht... Wir werden zum Quan heute nicht herausfordern. Leute, ich habe euch Mist versprochen. Erst im nächsten Part. Alles nur wegen Wu Xie und Wang Shuang, Mann. Ich die unbedingt rekrutieren wollte. Naja, kann man doch mal ein Wu All-Stars Fight hier. Wu All-Stars versus Herrscher-Team. Süß. Cheng Bao sollte jetzt den da hinschieben oder kannst du das auch? Nee, er kann ja gar nichts. Ich hasse ihn. Du bist so ein Stück Scheiße, ey. Ich mach trotzdem jetzt einfach Pierce. Einfach weil ich kann und bei Baum. Mann, Jinx One. Nein, das wollte ich nicht. Mein Plan, meine Hoffnung, meine Träume. Jetzt ist der falsch positioniert. Oh nee. Danke, Jinx One. Danke für nichts. Danke für nichts. Echt. Ja. Oh Mann. Das ist echt zum Kotzen jetzt. Okay, machen wir einen kurzen Prozess mit Cheng Bao. Der macht jetzt seinen Chain. Und dann ist eh vorbei. Gibt nur ein Problem, der ist noch nicht dran. Ja, dann machen wir hier einen Decoy 2. Charge Decoy 2. Kommod in Hank Swan, aber der hat halt nichts mehr. Schade. Na gut. Egal. Jinx Yus großer Moment. Sein Auftritt. Jinx Yu gegen Mr. Monopoly. Follow my instructions and march to victory. Schade, das sollten wir mal hören, ey. Mann. Lure them in! Lure them in! And march to victory! Und der ist gestunt. Fuck! Krass! Krass, krass, krass! Oh, du hast kein End mehr, schade. Press 2. Warum nicht? Die kleine süße Zhang Ren Kombo noch mal raushauen hier. Warum nicht? Boah, der ist echt krass stark, ne? Jetzt habe ich auch viel mehr Walls. Wait, die habe ich auch ein Item gegeben, ich dumme Kuh. Ja, 460. Krass. Well, why not? Vielleicht kommt Jinx One ja sogar nochmal dran. Vielleicht. Und ich glaube, dann kann er nicht mal was machen, weil seine Strategien so awkward sind. Doch Pit müsste er machen können. Ja, du und dein Fluss. Mann, dieser Idiot. Der einfach sich gedacht hat, oh, ich mache jetzt Pierce und bin am anderen Seite der Karte. Jetzt können wir uns aussuchen, wen zerstören wir? Ich glaube, wir zerstören tatsächlich Mr. Monopoly. Mit Pinsir, mit 8, mit Charge, mit
Ambush. Das ist böse. Wenn das nicht böse ist, dann weiß ich nicht. Hoho! Oh, bitte funktionier. Bitte funktionier, bitte funktionier, bitte funktionier. Seid wieder nicht garantiert. Oh, okay. Ich vermisse Monopoly. We are surrounded on three sides. Einmal zur Schlossallee. Gehe direkt ins Gefängnis. Geh nicht über los und ziehe nicht. Ziehe nicht, was ist das? 2000 Euro ein. Ich weiß nicht, was er noch. Je nach Monopoly halt. Es gibt von allen Monopoly. Nintendo Monopoly, Zelda Monopoly, Mario Monopoly, Simpsons Monopoly, Herr der Ringe Monopoly, SpongeBob Schwammkopf Monopoly. Es gibt von allen Monopolys. Monopoly Weltreise, Monopoly Europa, Monopoly Disney, Classic Monopoly, Monopoly Reichsdingsbums gibt es sogar. Halt vor 100 Jahren Deutschland. Ja. Es gibt alles als Monopoly. Alles. Merkt euch das. Keeping me busy. Jetzt geht's los. Thanks you, Charge. Go. Go. 3000. Ich möchte wissen, wie viel er jetzt macht. Warum hat der eigentlich eine Intelligenzstrategie? Weil er historisch gesehen Pangtung geambusht hat. Bei der Schlacht von Chengdu. Deswegen hat er Ambush. Okay, passt zu ihm. Was? Nicht gefangen genommen? Warum nicht gefangen genommen? Ey, das ist so unfair. 69, so mag ich meinen Deeds. Okay. Here we go. Charge. Pierce. Raid. And go to hell. Wenn er das überlebt, dann weiß ich auch nicht. Es ist zwar Jotai, aber es ist auch Zhang Bao. Ein overleveter Zhang Bao. Der keinen Spaß versteht. Smash through! Smash through! Ja. Allein Zhang Bao reicht aus, um ihn zu besiegen. Deswegen hatte ich auch vor, diese Chain zu machen. Ich ganz genau wusste, das reicht. Und als kleinen Bonus gibt es heute noch den Pinsel. Tja, das waren die Wu Allstars. Besiegt von den Herrscher-Team. Was jetzt tatsächlich echt cool ist. Zwei Offiziere mehr, Leute. Zwei Offiziere, das ist nicht wenig. Nur wegen diesen Analects, weil ich die Wu in 10 Runden besiegt habe. Mega geil. Und im nächsten Part, nachdem wir jetzt hier das Herrscher-Team und Zhang Xiu Fanservice gedönt hier hatten, gibt es dann die Hauptarmee gegen Song Quan. Dann aber wirklich. Spearman. Mann, Zhang Ren soll irgendwie Armbrust oder so bekommen. Why, who's here? I believe you are the one to conquer the land! I shall give my all until you reign supreme! Cooler Typ. Richtig cooler Typ. So, was mit dir? Wang Shuang, hast trotzdem keinen Bock oder was? Obwohl Wu Xie jetzt bei uns ist? Ja. Makes sense. Not. Mir egal, also wegen dem werde ich jetzt hier nicht nochmal warten. Wir greifen an. Scheiß mal auf Wang Shuang. Ja, ich greife auf jeden Fall an in eBay. Im nächsten Part werde ich noch länger hinhalten. Aber eins möchte ich jetzt noch schauen. Und zwar, ob wir neue Strategien bekommen können. Und die Antwort lautet ja. Habe ich überhaupt so viel Geld? Du brauchst Intelligenz. Du brauchst Angriffsstärke. Okay. Intelligenz.
Switch hat er schon. Schade. Ach so, wir haben mittlerweile wieder 4000. Das ist gut. Taunt. So richtig toll ist eigentlich nichts. Bisschen Heilung. Auch nichts Tolles, oder? Charge, maybe? Repel, maybe? Repel ist irgendwie interessanter. So, und jetzt kommen wir zu meinem Boy. Zeig euch, zu was der fähig ist. Das ist nämlich das Coole, von jedem etwas. Oh, und ich bin schon wieder pleite. Mann. Kannst du nicht schon besser... Leute, ich glaube, ich hätte ihnen schon eben bessere Pferde geben können. Pursuit Quatsch. Double Charge actually cool, aber ja. Machen das erstmal so. Janks You. Mehr muss ich nicht sagen, oder? Ja, und er hat jetzt noch nichts bekommen, aber erstmal Janks You. Erstmal die wichtigen Leute. Oh, ist das geil. Und er ist vor allem ein Reiter. Er fällt richtig auf hier. Spearman. Ich hätte ihn zwar lieber als Bogenschützen, aber wenn es halt nicht geht, dann geht's nicht. Naja. Leute, Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Dann aber wirklich mit dem Kampf gegen Song Quan. Jetzt gibt's keinen Aber mehr. Okay, stay awesome, eure Cecile. Ciao! I'm gonna go get some more.